Ja, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, jetzt wieder ein reizendes Paar. Und zwar zu meiner Linken, wenn du dich ein bisschen näher zu mir gesetzt, die Kim und rechts Barisch von dem Unternehmen Lokmam. Ich grüße euch beide. Genießt ihr den Abend gerade? Sehr, natürlich. Ja? Sehr schön ist es hier. Die Frauen alle schön gekleidet hier auch. Du auch, ne? Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Barisch, du bist der Unternehmer. Ihr habt eine Gastronomie, die heißt Lokmam. Ein wunderschönes Restaurant, immer super besucht. Erstmal die Eingangsfrage, wie kam die Begegnung zum Blauen Ball? Der Blaue Ball ist der Stadt bekannt in Hamburg. Ja. Und ich finde es auch super, eine wunderschöne Veranstaltung mit einem guten Zweck. Ihr fördert gerne, ja? Ja, sehr gerne. Das ist unser, also wir haben auch öfters auch Fußballmannschaften gefördert, helfen, wo wir können. Und ich finde das super, dass es auch Spaß mit Förderung zusammenpasst. Ich würde gerne was über dein Unternehmen erfahren, weil ich weiß, deine Küche ist wirklich exzellent. Gut besucht, orientalische türkische Küche im Schanzenviertel. Wenn du mal ein bisschen was über die Spezialitäten erzählen würdest, eures Hauses. Das ist unser Haus, also wir machen türkische Küche mit Leidenschaft. Mhm. Holzkohlegrill, Holzbackofen. Ja. Wir machen alles selber, ganze Lämmer, Zwilling selber, meist regional. Und ich habe auch mal erfahren, dass ihr euren eigenen Konditor habt, weil ich meine, eure Nachspeisen sind ja ungedicht, aber da lasse ich mal Kim kurz fragen. Was gibt's da Schönes? Oh, wir haben ganz leckere Speisen, türkische Speisen natürlich. Ja. Was ich sehr empfehlen kann, ist das Bambus. Es wird selbst zubereitet, jeden Tag frisch wird das zubereitet. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Du bist ja als Gastronom sehr erfolgreich. Wie hat denn deine Ära angefangen? Wie hat denn das mit der Gastronomie bei dir begonnen und wie wird es denn weitergehen, deine Reise? Also wir haben vor 30 Jahren mein Opa gestartet, schon in der Gastronomie. Ja. War mein Vater. Ich bin danach aufgewachsen in der Gastronomie. Ja. Ist Leidenschaft. Ja. Ist einfach, wir kochen gerne. Ja, so habe ich in die Gastronomie reingerutscht, also reingeboren, sage ich mal. Ne? So. Aber du willst ja auch als Unternehmer expandieren. Du hast ja bestimmt auch weitere Pläne, vielleicht im Veranstaltungsbereich. Was können wir uns denn von dir noch erwarten in der Hamburger Gesellschaft? Also ich hoffe, dass wir bald einen zweiten Lokmam auch machen. Ja. Mit zentraler Küche. Also wir wollen das richtig auch Franchise-professionell aufbauen. Ja. Weil Lokmam kommt super an. Ja. Ich denke, ein zweiter Lokmam muss kommen. Also da sind wir dran, arbeiten dran. Mal schauen. Dann bedanke ich mich, dass auch ihr heute die Förderer des Blauen Balls seid und gerne im nächsten Jahr wieder. Und dann freuen wir uns auf weitere Veranstaltungen und gerne auch auf einen Besuch bei euch beim Lokmam im Schanzenviertel. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne.